Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, ja, TFT auf dem PvE-Server. Letztes Mal war es extrem verbuggt, aber ja, also ich habe jetzt trotzdem noch eine Runde ja, dazu getan, weil ja, ich wollte mal sehen, ob es wirklich an den einen Spiel jetzt hing oder wirklich am PWE. Also an den Testserver. Ich habe, genau, also es ist kein Tag vergangen, sondern ich spiele das gleich danach. Deswegen, ja, mal schauen. Aha. Das ist natürlich interessant. Halbe Stunde. Gut. Sorry, das war gerade eine kleine Unterbrechung. So, wir werden jetzt versuchen, nochmal auf Pirat und Sorcerer vielleicht zu gehen. Ja, hier hätten wir gleich einen Level 2er K6. Oder wir gehen wieder Assassin. Da muss ich aber das locken. Oh, wir haben. Ja, natürlich. Mich würde mal interessieren, also auch mit Damage Dealer, wie krass die Akali abgeht. Weil Akali hatte ich. Ja, ich denke, Akali ist extrem stark. So, dann. Also hier brauchen wir auf jeden Fall einen Protector. Wir holen uns mal auch den da und natürlich Kasadin. Kasadin ist eigentlich ein Muss. Weil man kann Kasadin eigentlich immer gebrauchen. Weil er eben das Mana stiehlt von den anderen. Und vor allem, also das ist wirklich das Wichtigste, wenn man den zum Carry macht, also er kann halt extrem viel Rüstung regenerieren und ja, er kann am Schluss 1 gegen 3 machen, so ungefähr, weil die anderen Die können einfach ihre Ultis nicht machen und das ist halt extrem strong. Wir könnten auch versuchen. Yordle zu gehen. Aber das mache ich erstmal nicht. Yordle ist zwar schon stark, aber so früh auf Level 3er zu gehen. Oder also. Genau, die drei Kosten ist halt, ja, ist halt die falsche Entscheidung, sag ich mal so. Also das ist jetzt lucky, dass er auch keine Level 2er Einheiten hat. Okay, der hat auf jeden Fall auch nicht so gut angegriffen. Der Warwick gerade, der hat ein bisschen komisch rumgeeiert. Aber, was mir auffällt, die Kamera springt nicht mehr weg. Und das ist extrem angenehm. Letztes Spiel war nicht so gut. So. Okay, Kasadin Nummer 2, K6 Nummer 3. Das ist natürlich super. Wir gehen noch nicht Level up. Weil, warum? Also gerade funktioniert. Wir können aber. Ja, wobei. Nee, wir gehen Level up, weil wir haben jetzt gewonnen. Und dann gehen wir auf Winning Streak und ja, versuchen so oft wie möglich zu gewinnen. Okay, der hat Level 2 Darius, aber ja, Kasadin ist hier vorne. Und er kann seinen Wirbel nicht mitmachen. Also jetzt wird er seinen Wirbel machen können. Er wird nicht seinen Wirbel machen können, wenn hier Tourist zufällt.
Ja. Ja, Twisted Fate ist gar nicht schlecht, muss ich sagen. Der macht halt extrem Schaden. Der ist jetzt Level 1. Macht schon. Oh, es fängt wieder an. Und er macht doppelt so viel Damage wie. Ja, wie ein Level 2. Ja. Und K6 ist echt nicht schlecht. Wir holen uns noch. Noch Lissandra. Mhm. Passt. Wir platzen mal den Tausch. So. Okay, interessante Aufstellung. Das können wir gewinnen. Ja, jetzt ist K6 wieder oben. Ja, okay. Warwick hat da auch keinen Bock mehr. So. Gut. Ich würde sagen, Twisted Fate ist sehr schön. Weil der auch ein BF hat. Aber der wird sehr früh weggehen. Ne? Aber ich glaube nicht, dass wir den bekommen. Okay. Niemals den Clown verlieren, ne? Jungs. Oh Mann. Gut. Dann haben wir BF auf dem Twisted Fate. Dann könnten wir, also mit BF. BF und Träne. Wir sparen die BF und versuchen auf eine Träne zu gehen. Also auf den Speer. So. Sollen wir Level Up? Wir sollen Level Up. Wen holen wir uns dazu? Diesen strammen Kerl da. Oh Gott. So, ich weiß noch gar nicht. Also ein Sorcerer. Entschuldigung. Sorcerer. Void ist auch interessant, weil das. Vor allen Dingen Void und Assassin ist super, weil. Hier werden die. Also 50% vom. Der hat auch echt Spaß. 50% von der Rüstung werden ignoriert. Ist auch stark. Knight können wir auch einen noch reintun. Statt dem Warwick. Also quasi. Wir können Garen jetzt reintun. Das könnten wir tun. Nochmal diese da. Dann verkaufen wir Fiora. Dann tun wir die rein. Sieht doch schon mal solide aus. Auf jeden Fall besser als letztes Mal. Was gibt das dann? Assassine. Ja, das wollen wir nicht. Und genau. Das wollen wir auch nicht. Wir müssen mal. Ja. Also mit Sparen anzufangen ist halt. So früh nicht ratsam, wenn man so viele Level 1er noch im Team hat. Also sobald man viele Einser hat, Level 2 meine ich, Entschuldigung, kann man anfangen zu sparen. Super. Damage Deal Ansage geht gerade auch wieder nicht. Anzeige nicht ansagen. So, dann switchen wir mal wieder oben. Der bleibt hier, der geht dahin. Okay, das geht gerade in die richtige Richtung. Hä, hey, wir können doch. Achso, ich habe K6 nicht gesehen. Upsi!
Gehen wir schon mal dahin. Hm, das ist auch sehr schön. Bitte eine Träne. Träne, Träne, Träne. Come on. Ja, das ist keine Träne, das ist ein Ärgernis. Also ja, Heilung ist natürlich auch nicht verkehrt, aber wir versuchen hier auf was anderes zu gehen. Aha. So. Ja, den Namen muss man eigentlich immer nehmen. Letztes Mal hat er sich bei uns nicht verwandelt. Das war blöd. Da müssen wir mal schauen. Oh, der holt sich ja wieder Twist of Fate. Aber zum Glück wird er nicht fokussiert. Beziehungsweise nur von einem. Okay, das gewinnen wir auch. Das ist gut. Okay, hier Twist of Fate wieder mit 1800. Ist halt schon solide. Okay, aber er hat auch Items, also das ist nicht zu ignorieren. Okay, dann hau ich mal den an. Ja, wobei, aber der Knight ist halt, ja okay, 20 Damage blocken ist jetzt auch nicht die Welt, ehrlich gesagt. Dann holen wir. Ja, dann tun wir Morde raus und holen Cutter rein. Dann gehen wir schon langsam Richtung Assassinen. Aber ja, ich will ja das Sorcerer aber auch noch offen halten. Ja, das könnte knapp werden. Vor allem ja, weil er hier zwei starke Level 3er hat. Zweier, Entschuldigung. Schnell, schnell, komm. Ah, oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Okay, aber Warwick hatte auch keinen Bock mehr. So, noch ein Demon Sorcerer. Und Level 2er K6. Kasadin. Auch noch. Okay, 3 Assassinen habe ich jetzt gezogen. Manche finden Evelyn überhaupt nicht stark, aber ich finde sie extrem stark, wenn ich ehrlich bin. Weil ihr Ulti schützt sie für ein paar Sekunden und macht halt flächendeckend. Okay, das haben wir ja super in den Sand gesetzt. Vielleicht, warte, wir haben jetzt, wir haben halt ja jetzt gar nichts wirklich. Wir können auf, Evelyn gehen, aber die wird jetzt weg sein. Oder wir versuchen eine Träne zu bekommen. Und das werden wir wohl bekommen. Wenn nicht, gehen wir für Knarr und ja, bekommen quasi einen kostenlosen Champion dazu. Aber ich will den Speer haben. Speer auf Twisted Fate könnte toxisch werden. Weil dann stand da die ganze Zeit. Das könnte gut werden. Die kommt raus. Der kommt rein. Ah, zweimal den da. Gut.
Gut, wir holen uns ein Sorcerer rein. Damit wir hier schon mal einen Buff haben, wenigstens. Den tun wir dann. Nee, wir warten noch. Wir warten auf nächste Runde. Come on. Okay, der hat auch ein Schild. Oh, und der hat den Level 2 Vega. Alter. Ja, der hat einen One-Shot gemacht jetzt. Läuft auf jeden Fall besser als letztes Mal, aber nicht so gut wie am Anfang. So, was haben wir hier? Wir können auch auf Elementals gehen. Ja, versuch mal Elementals mit bisschen. Das ist auch noch ein Sorcerer. Und Wild. Dann haben die beiden den Buff, das ist schon mal gut. Genau, jetzt das nächste sparen wir. Okay, er geht auf Ninja. Er hat drei, oder? Sorry. Ja. Das werden wir auch verlieren. Was für ein Unterschied? 1400 und ja, 400. Okay, also Ari konnte nicht wirklich angreifen. War ein bisschen ärgerlich. Wir stellen uns jetzt mal um. Also jetzt noch nicht. Jetzt ist es ja noch wurscht. Aber wir werden uns danach mal umstellen. Wir werden uns in die Ecke stellen. Dann können wir ein bisschen. Bisschen gegenhalten, glaube ich. Weil die meisten starten hier und dann müssen sich meine nicht so viel bewegen. Und können sehr gut blocken. Also Sugarth ist halt auch ultra gut. Aber was wollen wir stattdessen rausholen? Rausnehmen. Okay, wir be bekommen eine kostenlose Einheit, das ist gut. Das ist super. Dann tue ich mal sie rein. Und er bekommt noch. Nee. Attack Speed weniger. Silence. Ist auch nicht so. Einen Cutter hole ich mir. Glacial und Elemental. Ist auch sehr attractive. Ich glaube, der Speer auf Twisted Fate ist gar nicht so stark, weil sein Ulti braucht eine Zeit, um eben durchzukommen. Deshalb gewinnen wir. Wenn, also würden wir gewinnen, wenn er, oder gewinnen wir auch so. Ah, genau. Danke, das hatte ich jetzt vergessen. Ja, nehmen wir ja, lassen wir mal kurz. Okay. Assassine. Boah, ich bin gerade echt unschlüssig. Wir machen jetzt mal drei Assassins bei Wild. Ah, schade. Evelyn hatte beinahe Ulti gemacht.
hat einfach 2000 Gegner gemacht. Gut, Akali, hier ist Akali, hier ist Cutter. Akali rein, Evelyn raus. Ja, genau so. Genau, weil ein Ninja bekommt halt 40% Attack Damage und 4 bekommen dann 8. 80. Und 2 bekommen dann gar nicht. Das ist halt das Problem. Einmal Roll noch? Ne, wir sparen jetzt. Na, das ist jetzt auch weniger ein Problem. Okay, sie hat halt mit einem Angriff richtig reingehauen. Oh nein, und sie buggt wieder. No. Okay. Aber Akali Level 1 hat mehr reingehauen als Twisted Fate. Okay. Interessant, würde ich mal sagen. So. Noch ein Kha'Zix und der ist Level 3. Was brauchen wir jetzt? Ich würde sagen, Attack Speed ist sehr gut. Okay, dann nicht. Wir können auch auf das volle Item gehen. Was sind wir denn? Ah, okay. Aber das volle Item ist jetzt auch weg. Da gehen wir für Keil. Ja, der blockt mich, dieser Popel. Dann gehen wir hierfür. Weil dann können wir ein wunderschönes Item machen mit einer Träne. Aber ich glaube, ich habe keine Träne. Stimmt, ich habe keine Träne. Gut. Wir rollen jetzt mal. Nee, wir sparen jetzt. Warwick, du bekommst Red Buff ist, glaube ich. Nee, Red Buff bekommt sie. Und da bin ich mal gespannt, wie sie jetzt abgeht. Ah, Cutter hätte beinahe ihr Ulti raushauen können. Sie hat einen Bug, sie macht ihr Ulti nicht. Ist doch dämlich. Wegen dem blöden. Ist echt ärgerlich. Gut, wir haben einen Elemental Buff. Wir hauen mal Kasalin raus. Jetzt können wir Elemental gehen. Aber wen wollen wir stattdessen raushauen? Ari und ihn. Dann sind wir Elemental und Assassinen. Sorcerer jetzt nur noch einen, aber das ist ja in Ordnung, würde ich sagen. Ah, jetzt macht sie ihr Ulti wieder. Super. Okay, den gewinnen wir. Super. Aber ja, das. Oh! Oh Gott! Oh Gott! Ich hätte den Banner übersehen. OMG! Gut. Das wäre natürlich richtig peinlich gewesen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir Level 3 Kha'Zix. Das ist extrem wichtig. Ich weiß nicht. Ja, komm. Probieren wir jetzt mal. Probieren wir jetzt mal. Noch einen. Noch einen. Ja, Vega.
ist auch interessant, aber wir gehen, glaube ich, jetzt eher weniger auf Sorcerer als mehr auf... da ist sie. Aber ich habe jetzt, da sind sie. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt ja den Gürtel verkauft oder verbraucht. Aber wen geben wir den? Ich würde sagen, Cannon. Ja. Weil der wird hart fokussiert. Kata ist schon Level 2. Na, vielleicht bekommen wir ihn. Gut, dann sparen wir jetzt mal, dann Level 2, dann tun wir Eve auch noch rein. Dann haben wir zwei Dämonen. Und das ist super. Alter. Okay. Okay, das ist eine ein heftiger Corner. Ach, wie viele Items der halt schon hat, ne? Alter. Der hat Ultra-Items. Warte, wir setzen uns mal wieder um. So. Wir haben hier nichts, wir gehen auf Level und schauen, was passiert. Ich hoffe, die drei hier unten backen nicht wieder rum. Der hat auch irgendwie keine Aufstellung, ne? Ah, sehr perfekt. Oh. Er hat hier die beiden Items. Ah, das sollten wir schaffen. Sehr gut. Hm, 2300. Ich finde es richtig geil, dass die auf die Spieler gehört haben und jetzt eben das Damage-Deal gemacht haben. Ich weiß nicht, ob hier das perfekt ist, aber ich wüsste auch keine andere. Also vielleicht hier oben. Weil hier ist ja ein freier Platz. Der wird ja nicht gebraucht. Hier brauchen wir nix. So, jetzt können wir die Evelyn reinhauen. Und dann haben wir 4 Assassinen, 2 Dämonen und 3 Elemental. Natürlich wäre Akali jetzt auch langsam sehr interessant. Kenne natürlich auch und Brand. Und wir bräuchten nochmal 3 Twisted Fates. Und der hat auch 1, 2, 3, 4 Items. Alter, der macht. Das war heftig. Ah, Kasich. Komm, hau doch rein. Schon wieder so ein blöder Bug. Der Golem macht auch nichts. Ah, Mann. Gerade haben die wirklich extreme Probleme hier. Gut, was ist wichtig für uns? Akali ist sehr attraktiv für uns. Träne. BF ist natürlich noch attraktiver für uns. Gut. Oh Mann, oh Gott. Wie das halt gebuggt hat. Die beiden auch. Die haben nichts gemacht eigentlich. Schade, schade, schade. Wer ist das da? Gut. Dann pushen wir noch ein bisschen die Akali. In der Hoffnung, dass sie... Na.
Nee. In der Hoffnung, dass sie nicht backt. Ich back meinen Kakao. Okay, das werden wir noch überleben. Das ist gut. Die Cannon kommt jetzt raus. Evelyn holen wir uns nicht, ne? Weil die da Level 3 zu machen, schaffen wir wahrscheinlich nicht. Aber ich hole sie trotzdem. Gut, Evelyn hat einen soliden Damage gemacht. Twisted Fate nochmal, das ist gut. Dann... wir gehen jetzt mal All-In Cutter nochmal. Akali, gefällt mir sehr gut. Na, brauchen wir jetzt nicht. Hier brauchen wir auch keinen. Kennen nochmal, aber nee, Kennen brauchen wir nicht mehr. Ach, verdammt. Ari brauchen wir nicht mehr. Da werden wir ja verlieren. Nee, doch nicht. Oder? Ah, der backt schon wieder. Die backen schon wieder rum. Na, wegen sowas dann rauszufallen ist halt. Hä? Was war das denn jetzt? Okay, wir leben noch. Ah, das ist schon bitter. Akali, yes. Okay. Ja, die jumpen sowieso alle dahin. Da brauche ich mich nicht zu verteilen. Oder vielleicht die beiden. Ah, oh, Mann. Tut das arm. Ja, komm. Die bekommt den Blutdürster, damit die ein bisschen länger aushält. Ich brauche eine Cutter und einen Twisted Fate. Geben wir den Cutter vielleicht. Ja, komm, Cutter. So, hier und Brand da. Yes, Level 3. Noch eine Cutter. Nee. Na schön. Dann hoffen wir mal jetzt, dass meine Einheiten nicht backen. Das wäre natürlich überhaupt nicht gut. Hey. Der hat einen Draven, der ziemlich krass ist. Akali, was machst du für einen Quark? Die backen wieder. Na, GG. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr zu machen, du. Oh Mann. Gut, also wir hätten den auf jeden Fall besiegen können. Aber natürlich nicht, wenn meine drei Assassinen nicht kämpfen wollen. Gut, das war vorerst das letzte Spiel auf PvE. Weil, naja, wenn die so krass rumbacken, das macht keinen Sinn. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye.